Dramatische Bilder von der Front in der Ostukraine. Raketen schlagen ein, Schüsse hallen durch die Luft. Soldaten fallen hin, stehen wieder auf, rennen in Deckung. Die Bodycam-Aufnahmen, veröffentlicht von der ukrainischen Grenzschutzeinheit, erinnern an Computerspiele. Aber das hier ist bitterer, tödlicher Ernst. Die Bilder werden als aktuell eingestuft. Von wann genau sie sind, ist unklar. Aber es ist der erschütternde und aufreibende Kampf um Bachmut. Verzweifelt versuchen die Ukrainer, ihre Stadt gegen Putins Invasoren zu verteidigen. Beschießen mit Granaten russische Stellungen, versuchen, jedes Haus zu verteidigen oder zurückzuerobern. Laut neuesten Zahlen der UN sind seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine fast 8.500 Zivilisten gestorben. Fast 15.000 wurden verletzt. Zudem seien laut inoffiziellen Angaben auf ukrainischer Seite bis zu 17.000 Soldaten getötet worden. Auf russischer Seite sollen es bis zu 43.000 sein. Dazu kommen auf beiden Seiten zusammen mehrere hunderttausend Verwundete. Seit Monaten dauert nun schon der Kampf um Bachmut. Von russischer Seite heißt es, man habe die Stadt zu 80% eingenommen. Die Ukraine dementiert, es seien deutlich mehr als 20% in ukrainischer Hand. Der verzweifelte Kampf Haus um Haus in Bachmut scheint kein Ende zu nehmen. Ukrytia!